Willkommen in meinem Wunderland. Du wirst sehen, es gibt tausend Dinge zu tun und zu entdecken. Aber sieh dir zuerst die kleinen Bilder unten an. Man kann darauf klicken. Man nennt sie auch Icons. Ja, herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Let's Play. Und zwar vom Let's Play von Adi Junior mit mir, Einogard. Ich bin irgendwie froh, dass dieses Spiel tatsächlich hier läuft. Ich hab's echt nicht erwartet. Aber ich freue mich riesig drauf. Ich wollte schon die letzten 30 Jahre, also ich bin noch nicht so alt, okay, die letzten 5 Jahre wahrscheinlich irgendwie nochmal kurz anspielen. Hat aber irgendwie auf allen Rechnern nicht funktioniert und endlich läuft es wieder auf einem Windows 7. Und ja, da dachte ich mir, das nehme ich gleich mal auf, wie ich so meine Freude daran haben werde. Also machen wir einfach mal ganz normal den Anfang mit, wir lassen uns alles Klicke auf erklären. Die Figur, damit ich weiß, wer du bist. Nein, wir klicken auf die Fragezeichen hier. Wenn du Erklärungen zu deinem Spiel möchtest, dann klicke auf den Affen, der Ja sagt. Sonst klicke auf den, der Nein sagt. Danach klicke bitte auf das Gesicht, damit ich weiß, wer du bist. Ja, dann klicken wir mal Ja, weil wir wollen ja wissen, wie die Symbole hier funktionieren, denn ich hab's nicht mehr so ganz genau in Erinnerung wie vor 10 Jahren. Wenn du die Maus bewegst, erscheint eine kleine Hand auf dem Bildschirm. Das ist dein Cursor. Das ist dein Cursor. Ja. Das ist dein Cursor. Oh cool, es hängt. Dort, wo sich die Hand öffnet, kannst du nicht mehr klicken. Die Hand kann auch andere Formen annehmen, wenn es nötig ist. Sie kann ein Pinsel werden oder ein Fragezeichen. Dieser klickende Finger zeigt dir, dass du auf deine Maustaste drücken sollst, um das Spiel zu beginnen oder im Spiel weiterzumachen. Dieses kleine Bild bedeutet, dass du ein wenig warten musst, bevor es weitergeht. Also, nur Geduld, denn Klicken hilft nichts. Um zurückzublättern, klicke auf den linken Pfeil. Um weiterzublättern, klicke auf den rechten Pfeil. Wenn du auf den Daumen klickst, kannst du alles, was du gemacht hast, speichern und das Spiel fortsetzen. Mit dem Clown kannst du deine Spielstufe wählen. Wähle eine Spielstufe aus, indem du auf den Clown deiner Wahl klickst. Je mehr Bälle sie haben, desto schwieriger ist die Spielstufe. Wenn der Clown nur mit einem Ball spielt, heißt das, dass das die leichteste Stufe ist. Wenn du auf dieses Feld klickst, kannst du neu anfangen. Wenn ein Feld gerade durchgestrichen ist, heißt das, dass du es im Moment nicht verwenden kannst. Immer wenn du Hilfe brauchst, klicke auf dieses Fragezeichen. Dann auf die Elemente und die Felder des Bildschirms, damit ich dir erkläre, wozu sie dienen. Mit einem Klick auf die Türe kannst du einen Bereich verlassen. Wenn du zum Beispiel jetzt meine Hilfe nicht mehr brauchst, dann klicke auf die Türe. So kehrst du in dein Spiel zurück. Wenn du auf dieses Feld klickst, kannst du Adi Juniors Zauberland verlassen. Aber doch nicht jetzt schon, oder? So, nee, jetzt noch nicht. Du schon fast alles. Und das Fest kann beginnen. Klicke auf die Figur, damit ich weiß, wer du bist. Das ist ja noch eine Maus. Aha. Aber wir wollen hier eh draufklicken, weil wir müssen uns ja jetzt eine Figur erschaffen. Wenn du Erklärungen zu deinem Spiel möchtest, dann klicke auf... Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt sage ich einfach mal Nein. Jetzt will ich nicht mehr erklären haben, weil ich jetzt irgendwie Angst hatte, dass es wiederholt sich nur noch. Um das Gesicht zu verändern, kannst du auf die Elemente unten klicken. Die Augen, die Ohren, den Mund, bis es dir gefällt. Dann bestätige mit dem Daumen. Wir können uns hier wirklich fast jeden beliebigen Charakter aussuchen. Wir haben hier unendliche Möglichkeiten an Haaren. Nicht nur diese komische Laubhaare, sondern wir haben noch mehr Haare. Wie zum Beispiel das. Geschlecht können wir uns, glaube ich, erst nachher aussuchen, wenn wir es überhaupt aussuchen können. Es ist auf jeden Fall relativ ungeschlechtlich. Man kann sich auch als Mann Frauenhaare nehmen. Ach ja. Wir gucken uns mal kurz alles hier durch, so. Das hatten wir ja vorhin so in der Vorschau schon gesehen. Mist, zurück geht's nicht mehr. Das ist leider blöd. Man kann immer nur vorwärts. Das heißt, wenn man eine Frisur verbessert hat, man mochte, dann muss man wieder zu alle durchklicken. Machen wir uns eine krasses Aussehen? Könnten wir ja mal ruhig machen. Also ich habe kein Problem damit. Ich werde sie garantiert nicht danach gestalten, wie ich aussehe, weil ihr müsst ja nicht wissen, wie ich aussehe. Okay, wir sind einmal alle durch. Das heißt, wir nehmen uns so eine krasse Frisur. So eine Gemüsefrisur will ich mir mal nehmen. Die fand ich immer lustig. Ja, genau. Damit bin ich einverstanden. Das nehmen wir so. Dann haben wir hier noch Brillen. Die es aber natürlich auch erstmal alles laden muss, weil es sind ja hochaufwendige Texturen noch, die hier verwendet werden.
Ja, das könnten wir nehmen. Oder wir nehmen so einen Schmetterling. Ich nehme den Schmetterling, den mag ich. Der sah cool aus. So, genau. Jetzt brauchen wir uns um die Augen eigentlich keine Sorgen mehr machen. Wir nehmen einfach mal. Ja, ich glaube, wir müssen die Augen vorher machen. Ich nehme einfach mal die Augen, weil die sind so okay. Die Nase nehmen wir mal. So eine Nase. Das sieht so gut aus. Und das nehmen wir für den Mund. Schnuller. Nehmen wir den Schnuller. Ja, ich glaube, wir nehmen den Sch Nee, wir nehmen das. Das sieht so cool aus. Die Ohren sind uns jetzt völlig egal. Gesichtsform können wir noch ein bisschen verändern. Nehmen wir mal so breiteres. Sieht doch schon lustig aus. Wir sehen aus wie in der Realität. Ach, ich wollte mich gar nicht nachzeichnen. Mist. Habe ich jetzt vergessen? Egal, dann lassen wir es halt jetzt so. Hallo, du siehst Und. aber nett aus. Und jetzt schreibe bitte deinen Vornamen mit der Tastatur und klicke auf den Also. Daumen, um zu bestätigen. Ich weiß nicht, wenn ich so einen Freund hätte oder Freundin, dann würde ich schon denken, krasser Kauz oder krasse Kauzin. Wir nennen ihn einfach mal Enogard, weil ich so heiße. Ja, so heiße ich. Bestätigen wir einfach mal mit dem Daumen, wie immer. Können auch alles wieder Ja, verlassen. jetzt kenne ich Ach, mein dich schon besser. Geburtstag. Aber ich bin ja so neugierig und möchte gerne auch dein Geburtsdatum kennen. Dann Ja, das kann ist ich ja dich an nicht. deinem Geburtstag überraschen. Klicke zuerst auf den Tag, dann den Monat und zuletzt auf das Jahr und bestätige mit dem Daumen. Das Problem ist leider nur, dass mein Geburtstag gerade eben schon eigentlich vorbei ist von vor. Oh, ich nehme jetzt auf 11 Tage. Nee, doch 11 Tage nach meinem Geburtstag. Das heißt, wir werden nicht mehr dazu kommen, dass sie uns gratuliert. Schade eigentlich, aber das ist auch völlig egal. 17. Oktober 1993, mein Geburtstag. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Wir sind noch so ein Küken, frisch geschlüpft vor 19 Jahren. Der Roboter. Ach ja, ich freue mich hier schon so. Oh, ich freue mich. Willst du was Willkommen sagen? in meinem Wunderland, ein Paradies für Kinder, wo du spielen, lernen und tausend andere Dinge tun kannst. Du kannst dich um den Garten kümmern, den Tieren ein Häuschen bauen und es dann anmalen, wie du möchtest. Siehst du das Schild rechts unten? Da geht's ins Lernland. Und wenn du das Haus betrittst, kannst du stundenlang spielen, singen, zeichnen und sogar kochen. Du wirst sehen, wir werden zusammen viel Spaß haben. Singen? Nein, ich muss wieder singen. Nein! Guck mal, da kommt der lustige Hund. Die Zusatz-CDs habe ich natürlich auch beide, aber muss ich immer mehrmals auswechseln. Das machen wir erst nachher. Oder so ähnlich. Er wollte was sagen. Das höre ich schon wieder, dass mein Gerät laden will. Dann hört man immer. Ach nee, der will nur spielen. Wir müssen ihn nicht unbedingt zugucken. Der macht manchmal einfach irgendwie was hier so. Tja, hast nicht getroffen. Bist du schlecht. Toll. Fliegt euch auf den Kopf. Weil ich das nur wusste. Manche Sachen hat man einfach in der Erinnerung. Gehen wir erstmal hier in den Gemüsegarten, weil da will jedes Kind immer zuerst hin. Gemüse pflanzen. Mal gucken, ob ich das noch kann. Aber wir werden es erst erklärt. Ach so, da kommt Schau, er. hier kannst du alles Mögliche pflanzen. Karotten, Spinat, Tomaten und sogar Erdbeeren. Wenn du nicht vergisst, regelmäßig zu gießen und zu ernten, kannst du damit ganz tolle Speisen zubereiten. Und wenn du die Weizenkörner anpflanzt, kannst du die Vögel füttern. Los geht's, zieh die Stiefel an und nimm den Spaten, mein kleiner Gärtner. Ich erinnere mich, man Garten. kann hier nachher auch Sachen Gärtner. kochen. Ja, du brauchst nicht hängen, liebes Spiel. Düüüüt. Also dauert jetzt schon ein bisschen, bis wir das Ganze anpflanzen. Aber man kann danach nachher auch Sachen herstellen und Rezepte und ganz viele tolle Sachen. So ähnlich wie beim Hosenland, falls ihr das geguckt habt. Da ist jetzt die Reihe voll. Schau, in dieser Reihe gibt es keinen Platz mehr. Doch Sagt er das uns auch. macht nichts. Bald kannst du ernten und von neuem pflanzen. Nur Geduld. Machen wir erstmal hier dann direkt weiter. Mit unterschiedlichen Tönen kommen die hier mal raus. Hier passen jetzt natürlich mehr hin als Tomaten, weil Tomatensträucher sind halt auch größer als Spinatenkräuter. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Beete, Kohl, Kohlrabi. Nein, Kohlrabi ist hier nicht. Man versucht natürlich hier auch bewusst dem Kind beizubringen, sowas wie Schau, zum in Beispiel dieser Reihe gibt Spinat es zu kein... essen. Weil
Wir kennen ja, Spinat ist nicht unbedingt das Lieblingsessen von allen. Aber so kann man hier halt den Kindern effektiv beibringen, ess Spinat, das ist lecker. Also doch schon irgendwie lernen effektiv, wie Adi Juni auch sein soll für Kinder. Ich habe auf die Karotte geklickt. Hallo? Naja. Ich kann nur froh sein, dass uns das, die Ladehemmung hier sowieso nichts durch den Strich machen können, weil wir haben ja alle Zeit der Welt. Noch eine passt da nicht rein, ne? Doch. Noch eine passt da rein. So, dann noch du dahin und jetzt die Erdbeeren. Aha, jetzt ich weiß nicht, wie man die Teile nennt von den ganzen Teilen. Ja. Wie nennt man das Teil von den ganzen Teilen? Ich weiß es nicht, Leute. Wer hätte das gedacht? Wir sind ja gleich schon fertig mit dem Anpflanzen. Aber ich denke, wenn man hier mehr machen möchte, muss man häufiger anpflanzen. Das heißt, es kann schon länger hinziehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass Adi Junior länger dauern wird als die ganzen anderen Projekte. Und ich werde hier wahrscheinlich auch noch nicht nach jeder Folge einfach euch verabschieden, sondern immer nur am Ende einer Session. Wie halt sonst auch. Also wie beim ersten Play. Und hier von okay. Und ich finde, das ist dann auch recht angenehm, weil Adi Junior hat nicht dieses Etappenspielen, wie man bei zum Beispiel Furby oder Rosenland haben kann. Weil es wäre langweilig, wenn ich jetzt nur das hier machen würde und dann mache ich einfach jetzt eine Aufnahmepause. Das ist ja auch irgendwie sinnlos und langweilig auf Dauer. Da passt noch eine hin, da passt garantiert noch eine hin. Noch eine? Ja. Das dürfte es dann aber auch gewesen sein, oder? Schau, ja. In dieser... Dann wollen wir mal gießen. Oder schau, wir nicht. Ich will gießen. Schau. Roboter. Geht doch. Gieß. Tada. Können wir schon mal ernten? Oh. Echt? Oh. Zauberstab! Das können wir jetzt rein theoretisch schon wieder anpflanzen, aber ganz im Ernst, ich... Und der gute Spinat, grün und saftig, kommt in den Kühlschrank! Verschone euch mal lieber damit, weil das ist sonst wirklich langweilig und auf Dauer ätzend. Also, glaube ich, zumindest eine Hupe. Was macht denn die Hupe? Ach so. Das macht die Hupe. Schau, das ist Klopp, mein bester Freund. Achso, das war jetzt der Hund. Ein Sacknapfhund. Eine extrem seltene Rasse. Klopp liebt Vögel, hasst Katzen und ist sehr naschhaft. Wir werden viel Spaß haben, wir drei. Juhu. Na, mit welchem Spiel wollen wir beginnen? Ja, hier gibt's ja keine Spiele, aber wir malen unser Haus mal Eisfarben an. Ich finde das cool. Ich glaube, das macht auch wieder der Roboter, weil der Roboter immer alles mit macht. Mit diesen Farbtöpfen kannst du das Haus... Na? Was möchtest du? Ja, das Haus natürlich. Ah ne, jetzt macht der Pinsel. Schon haben wir ein Schneehaus. Das kann auch nicht so einfach wegschmelzen, das ist ein kleiner Vorteil. Und weil wir gerade eben schon angepflanzt haben... Ja, er heult, weil er keine Hundehülle hat. Oh, es tut mir aber leid. Oh je. Plopp schmollt schon wieder. Er hätte gerne eine Hütte, meinst du nicht auch? Siehst du diesen komischen Roboter? Das ist ja. Robotik, mein treuer Begleiter. Er kümmert sich um den Garten. Aber er kann auch zaubern. Er lässt Obstbäume super schnell wachsen, wenn ich ihn darum bitte.